Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Rabanus, ich glaube, Sie haben meiner Rede nicht wirklich zugehört. Ich habe ausdrücklich die Verdienste und den Mut der Bürger in der DDR, die die friedliche Revolution betrieben haben, gewürdigt. Und wir haben auch gesagt, wir wollen ein Freiheits- und Einheitsdenkmal. Aber wir wollen dieses Denkmal nicht. Und damit sehen wir uns zusammen, gemeinsam mit der großen Mehrheit der Berliner und auch der Deutschen. Ich frage Sie, haben Sie zur Kenntnis genommen, dass Umfragen ergeben haben, 60% wollen dieses Einheits- und Freiheitsdenkmal, diesen Entwurf nicht? Wie reagieren Sie darauf? Und sind Sie, wie Herr Kollege Ebbing, offenbar auch der Meinung, dass es wichtiger ist, dass das Parlament mit seinen Beschlüssen, die es einmal gefasst hat, mit seinen falschen Beschlüssen sozusagen rechthaberisch auf seinem Standpunkt beharrt, als dass man einen offensichtlich misslungenen Entwurf dann noch mal verhindert, solange dies noch möglich ist? Danke. Herr Kollege Rabanus, Sie können antworten, Sie müssen nicht. Lieber, sehr geehrter Herr Kollege Jongen, Sie haben selber in Ihrem Beitrag den heutigen Morgen zitiert und auch auf die Gedenkveranstaltung Rückgriff genommen. Sie haben dann wahrscheinlich auch den Bundespräsidenten gehört, der skeptisch konnotiert hat, diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, für das Volk zu reden. Den Fehler begehen Sie gerade wieder, weil natürlich ich nicht zugestanden habe, sondern selbstverständlich ist das so, dass man unterschiedlich zu diesem Entwurf stehen kann. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist nur, ob Sie mit Ihrer Position eine Mehrheit oder eine Minderheit darstellen. Ich sage, Sie stellen damit eine Minderheit dar und deswegen müssen Sie das akzeptieren, dass Ihr Antrag keine Mehrheit finden wird.